Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, bereits im neuen Jahr 2011. Ich hoffe, Sie sind gut durch die Silvesternacht gekommen und ich hoffe, Sie sind gut vor allen Dingen in ein neues Jahr 2011 gekommen. Mein Name ist Andreas Klamm-Sabaoth, Senderleiter und Gründer von Radio TV IBS Liberty, von Independent Broadcasting Service Liberty. Seit 1986 senden wir zur internationalen Völkerverständigung für Menschenrechte, für Frieden, für Information in deutscher und in englischer Sprache. Und zu Beginn des neuen Jahres, da möchte ich Ihnen natürlich nur die besten Wünsche für ein gesundes, friedvolles und gesegnetes Jahr mit auf den Weg geben. Und natürlich auch den Wunsch, dass Sie möglichst häufig und oft auch bei den Kurzsendebeiträgen und bei den Programminformationen von Radio TV IBS Liberty und zu den Sendungen beispielsweise wie XXL Info Kompakt 3mnews.org und vielen anderen Sendungen bei Independent Broadcasting Service Liberty einschalten werden. Darauf freue ich mich und ich danke auch für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen ein friedvolles, gutes, gesundes, neues und glückliches, friederfülltes Jahr 2011 mit viel Erfolg für möglichst viele Menschen, für uns alle. Das wünschen sich vermutlich noch viele, viele andere Menschen. Und wenn viele Menschen sich das wünschen und dafür auch ein Stück weit arbeiten, was ich jetzt auch schon wieder im neuen Jahr mache, dann kann es ja vielleicht gelingen. Es wäre schön, wenn es gelingt und wir hoffen, dass das Jahr 2011 ein gutes neues Jahr wird. Das war's für heute bei Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm-Sabaoth, Sendeleiter und Gründer, verantwortliche Redaktionsleitung von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty. Mehr Informationen zum Programm in deutscher und englischer Sprache, ab und an auch in französischen Beiträgen, finden Sie natürlich auch im World Wide Web, das heißt also im Internet, bei www.ibstelevision.org. Ich sage es noch einmal, www.ibstelevision.org. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie bitte so weit wie möglich wieder gesund. Ihr Andreas Klamm-Sabaoth.